Seite der Geschichte sozusagen aufwachst und dich eventuell schämst. Aber, oder schämen musst, weil du jemanden, der tatsächlich die Lüge aufgedeckt hat, alleine und keine Angst gezeigt hat, so verteufelt hast. Das sind meine Worte dazu. Reza, ich würde sehr, sehr gerne mit dir irgendwie in irgendeiner Form zusammenarbeiten, als dass wir irgendwie Licht ins Dunkel bringen, weil ich habe sehr, sehr viele Informationen, die dir sehr interessant, bestimmt sehr interessant ist für dich. Und das auch in Gottes Namen. Ne? Ihr wisst auch, dass ganz viele Leute das einfach umdrehen, reversibel, psychologisch mäßig. Also Reza, du bist ja ansprechbar und auch schön. Danny, ich drück dich ganz, ganz fest. Du hast wirklich die letzten paar Streams von mir, hast du meine komplette Denke über dich verändert und ich möchte dich einfach umarmen und meine Liebe an dich aussprechen und auch deine Chats und so. Ich habe es jetzt nur gerade gehört und wollte dann eigentlich auch wieder raus. Wir müssen jetzt groß nicht diskutieren. Aber Reza, meine Tür steht offen, du kannst dich jederzeit bei mir melden. Ich glaube, ich folge dir schon, schreib mich an. Lass mal so ein bisschen sprechen über ein paar Sachen, die echt wichtig sind, falls dir das am Herzen liegt. Ne? Und habt noch einen schönen, frohen Leichnam. Ja. Und gehabt euch wohl und ja, möge der Universelle, die universelle Macht, Gott, der Allermächtigste, mit euch sein, ja? Tschüss und schönen Tag. Ja, ja, danke dir auch. Bis bald. Da gibt es eine Szene, wo Michael Jackson eben ganz in weiß gekleidet ist, Bruder Dennis. Ich weiß nicht mehr aus welchem Video, aus welchem Live-Ausschnitt. Und dann macht er diese Kreuzespose und die ganze Menschheit, alle möglichen Völker kommen zu ihm und beten ihn so an. Und der macht halt diese White Jesus Kreuzigungspose und macht sich sozusagen zum White Jesus, zum weißen Jesus. Und damit zeigt er eben, dass er sich anstelle des Herrn Jesus Christus setzen möchte und Gott spielen möchte und sich verehren lassen möchte von den Völkern dieser Erde. Und die ganzen Völker haben ihn ja auch alle verehrt. Ja. Das ist also ein weiterer falscher Jesus-Imitat, der eben durch den Heiligen Geist aufgeflogen ist. Ich weiß nicht, welcher Live-Ausschnitt oder Video das von ihm war, aber wenn ich das finde, kann ich dir das schicken. Aber du hast ihm ja schon die Kreuzigungspose ja von ihm. Ja. Ja. Hast du ja schon gezeigt, dass er sich eben zum Gekreuzigten macht, sich anstelle des Herrn Jesus Christus setzt und sich zum Jesus Christus macht, also ein Antichrist. Bruder Dennis, schau mal, was ich dir auf WhatsApp geschickt habe. Blend das mal ein, das ist auch heftig. Ja, aber hast du eine Frage? Hab ich eine Frage? Ja. Achso, du meinst ihn. Hast du eine Frage? Ja. Was dann? Ja, das Asyntag, was meinst du mit diesen Bones, dass er Hörner hat? Hat er das echt angezogen oder ist das fake? Wie bitte? Das mit der Jacke von Bones, ist das echt oder was? Ja. Okay. Aber der hat doch ein Kreuz auf dem Dings, auf der Jacke. Ich dachte, der ist Christe. Reza, kannst du das erklären? Ja, diese Leute benutzen so Symboliken wie das Kreuz, um sich zu tarnen. Das machen auch die Elite zum Beispiel in den islamischen Ländern. Die benutzen eben Islam und islamische Sachen, um die Muslime zu verführen. Der Satan verführt ja alle Völker dieser Erde. Ja. Und benutzt eben deren Symbolik. Aber Bruder Reza, da habe ich eine Frage. Ja. Dann sind doch die Gelehrten, die ganz oben sind, kann das sein, dass die dann auch involviert sind vielleicht? Bestimmt, bestimmt. Ja, die Palastgelehrten auf jeden Fall. Welche Palastgelehrten? Die Palastgelehrten aus Saudi-Arabien auf jeden Fall. Was mit denen? Ja, die sind auf jeden Fall involviert. In was involviert? Ein freimaurerischer Kreis. Es gibt ja eine Freimaurerloge auch aus der arabischen Welt. Habe ich jetzt den Namen vergessen? Ja, die Shriners. Ich weiß nicht, aber die Gelehrten normalerweise im Islam, die sind ganz andere Level. Die haben mit so einem Dreck nichts zu tun. Reza, ja. Gottes Segen sei mit dir und euch allen auf der Bühne. Aber das, also das, was du sagst, machen auch die Christen, ne? Da wäre ich vorsichtig. Es gibt auch die, die sich.
Naja, es gibt genügend Leute, die sich auf der anderen Seite, beziehungsweise die sich unter die Christen schmuggeln, ja. Stehlen ja. Und das auch tun. Das ist, das soll, das ja, ja klar, darüber sein, kläre ich auch auf. Ja gut, solange du das gleichwohl alles machst, ist alles gut. Bist du Satanist oder was? Wie bitte? Bist du Satanist? Nein, nein. Ach so, okay. Besser, ja. J-Love, aber du hast ja schon ein paar sehr heftige Dinge gesagt. Ach, wirklich? Ja. Der J-Love sagt viel, wenn er Tag lang ist. Richtig. Du bist ein Goldschatz. Ich danke dir. Das ist ganz, ganz lieb von dir. Nee, schön. Also super. Also jetzt, ne, Resa ist ja ansprechbar. Und Danny auch. Danny, ganz viel. Ich bin gerade in der Sonne und hier draußen, die Vögel hörst du vielleicht im Hintergrund. Wir lieben dich alle. Ja? Und schön. Dankeschön. Euch alle, wirklich. Ihr seid toll. Und, dann grüßt die Vögel von mir. Dann grüßt alle Vögel von mir. Ich danke dir, das werde ich tun. Dann drückt die Vögel von mir mit ganz viel Liebe und sagt den Vögeln, dass ich die ganz doll lieb habe. Vielen Dank, das werde ich tun. Und wenn du bei dir die siehst, machst du es auch. Ja? Ganz, ganz herzliche Grüße auch an Resa. Danke, dass du das Gleichwohl siehst und durchweg auch. Ihr seid wunderbar, ne? Und habt einen wunderschönen Tag. Und auch ein schönes Wochenende. Macht weiter so. Bis dann. Tschüss, gell? Danke. Bis später. Ciao, ciao. Tschüss. Auf jeden Fall, diese Satanisten, jetzt allgemein jetzt auch, die kann man am besten nur mit dem Koran bekämpfen, weil die mögen das Wort nicht vom Gott, weißt du? Ja, aber warte mal. Was machst du denn, wenn deine eigenen Leute involviert sind? Was machst du denn? Aber was meinst du denn mit eigenen Leuten? Ich verstehe nicht, was. Ja, was, wenn deine Gelehrten vielleicht sogar mit drin sind? Und hast du Beweise dafür? Hast du Beweise, dass die Gelehrten... Deswegen müssen wir gucken. Ich sag dir, was ist, wenn, aber, wenn das so ist, dann würde ja dein ganzes Weltbild zusammenbrechen, richtig? Allah sagt im Koran über die Gelehrten... Ja, aber wenn, dann ist es so, aber was, wenn alle oben drin sind, alle, dann wäre dein ganzes Weltbild zusammengebrochen, oder? Nein, warum? Ich sag ja auch nicht, dass der... Ja, aber was, wenn das so ist und du siehst, dass alle gegen das Kreuz sind, nicht gegen den Islam, dann musst du doch irgendwie darüber mal Gedanken machen, warum die ganze Welt also was erstens, gegen Christen ja, also was? Erstens, unser Maßstab ist der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam und nicht die Gelehrten. Die folgen wir natürlich auch, aber die sind nicht der Maßstab der Dinge. Ne? Der Prophet ist der höchste aller höchsten Gelehrten. Deswegen, wenn du mir jetzt sagst, dass es korrupte Gelehrten gibt, Palastgelehrten, da stimme ich dir zu. Ich habe alles mehr Erfahrung. Es gibt wirklich Palastgelehrten, die auf Befehl des Königs handeln und viel Fikr Kufr reingebracht haben in diesem Thema. Aber dass die jetzt mit Satanisten zusammenarbeiten, das wäre schon nochmal, ist ja nochmal eine andere Stufe, ne? Allahu Akbar, ja. Ich weiß nicht. Ja, Bruder Reza, da ist wieder der Michael Jackson entfernt. Sorry, ich hatte gerade keinen Empfang, weil ich auf der Autobahn bin, Jungs. Tut mir leid. Ja genau, hast du es geprüft da mit dem Earth Song, wie der Satan im Michael Jackson den Gott der Bibel angreift und seinen Sohn? Und du meinst damit angreifen, weil er quasi das alles in Frage, warum, weil er sagt, hier guck, was mit der Welt passiert und das ist ja, also ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber wie gesagt, auch wie J-Love gerade gesagt hat, man muss sich ein bisschen mehr mit Michael beschäftigen. Michael hat sehr oft über Jesus gesprochen. Michael hat sehr oft gesagt, dass Jesus sein Vorbild ist, dass er genauso wie Jesus zu den Menschen sein möchte und helfen möchte und sowas. In sehr vielen Interviews spricht er bei Jesus. Ja, er will wie Jesus sein, genau. Ja, aber der Michael Jackson, der war ja auch nur eine Marionette von den Freimaurern. Ja, aber er ist ja, guck mal, ich sage nicht, dass er gar nicht drin war. Also dadurch, durch seinen Vater und diese, also es kann ja nicht sein, dass in den 80er Jahren zum Beispiel ein Schwarzer mit Thriller der erfolgreichste Künstler ist, damals, wo Schwarze ja nicht mal auf MTV gespielt wurden sind. Das muss man ja irgendwie geschafft haben. Kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwelche Sachen gezwungenermaßen passiert sind. Von klein auf. Zum Beispiel Kanye West sagt doch, der in einem seiner Liedern, der Erfolg kam mit Satan. Das heißt ja schon alles, ne? Ja, ja. Nee, das ist nicht ganz richtig, was du sagst. Die Schwarzen hatten schon sehr früher schon erfolgreich, zum Beispiel Grandmaster Flash. Der Name sagt ja schon, ne? Freimaurerischer Großmeister Blitz, das sind schon zwei große Andeutungen auf die satanische Freimaurerei. Der Blitz ist ja nach Lukas 10, Vers 18 eben ein Symbol des Satans. Deswegen benutzen die meisten Musiker eben diesen Blitzzeichen. Die Rune, ich will den Namen dieser Rune nicht sagen, sonst würde wahrscheinlich der Stream hier gekappt werden von TikTok. Aber eben
Großmeisterflash. Und da hat man gesehen, dass die Freimaurerei diese Rap-Bewegung in Gang gesetzt haben, diese Rap-Musik ins Leben gerufen haben, um die Jugendlichen komplett zu zerstören. Durch die destruktive Lyrics und Lebensweise der ganzen Stars. Ne? Der eben diese Thug-Life kriminelle Laufbahn vorgelebt haben, den Jugendlichen. Aber selber waren die gar nicht in solchen kriminellen Vereinigungen, sondern waren einfach Hochgrad-Freimaurer. Und haben ihnen aber das so vorgespielt, dass das eben cool ist, wenn du kriminell bist und wenn du in eine Gang gehörst und Macht und wo es um Macht und Ehre und Blut geht und du musst dafür sterben und so weiter und so weiter. Sachen, denn viele Jugendliche in Drogen, Kriminalität und schließlich auch in Selbstmord getrieben. Die Gangszene in Amerika ist ja ganz, ganz übel gewesen, wo die sich alle gegenseitig ermordet haben, weil sie einfach eine Farbe angehört haben, die Crips und die Bloods, die Blauen und die Roten. Und da wissen wir ja, dass die Freimaurerei eben sowohl die Blauen gerade als auch die Roten gerade beinhaltet. Das heißt also, da sieht man eben wiederum die Unterschrift der Freimaurerei, wie sie Menschen aufteilen und sie gegeneinander aufhetzen und damit sie sich eben ermorden. Da sieht man eben, dass der Satan die Rap-Musik schon vorher benutzt hat, bevor Michael Jackson überhaupt auf der Bühne war. Cool in the Gang in den 70er Jahren. Das war sehr erfolgreich. Das waren schwarze Musiker. Es gab sehr viele große schwarze Musiker schon in den 60er Jahren, die ihre Seele dem Teufel verkauft haben. Und das berichten sie auch. Das sprechen wir auch in ihren Lyrics. Aber du hast auch ganz verstanden, was ich meinte. Ich meinte, es ging jetzt mir ganz speziell darum, mit Thriller, mit MTV. Also Michael war ja der erste schwarze Künstler, der auf MTV gespielt wurde. Deswegen glaube ich schon, dass das damals vielleicht nicht einfach so gemacht wurde. So, ich glaube schon, dass es diese ganze Elite und sowas gibt, dass der da ein Teil von war, von klein auf, 100% glaube ich schon. Aber man muss sich auch ein bisschen später, dann nach dem Dangerous-Album oder kurz mit dem Dangerous-Album ein bisschen mit ihm beschäftigen. Und da merkt man, dass er da auf jeden Fall nicht mehr dazu, der war ja nicht mehr drin. Ja, aber nehmen wir zum Beispiel sein Album Bad, wo er die ganze Zeit da in seinem Video Bad sagt, ich bin bad. Wisst ihr nicht, dass ich schlecht bin, dass ich böse bin? Ich rede ja gerade. Der sagt dann schon, ich bin schlecht. Der macht dann noch nicht mal ein Hehl daraus, dass er schlecht ist. Der sagt, ich bin schlecht, I'm bad. Ja. You know, I'm bad. Ja. Ich bin schlecht. Dann bringt er die Leute dahin, in Gangs zu sein, irgendwie Graffiti zu sprühen an die Wände und. Ja, aber ich habe ja gerade vom Dangerous-Album geredet. Das kommt ja nach Bad. Ja, aber okay, aber du siehst, ja, dass der eben sehr negativen Einfluss auf die Leute hat und sagt, du musst auch schlecht werden wie ich. Willst du auch nicht so schlecht sein wie ich? Guck mal, ich bin ein Superstar. Und wenn ich schon sage, ich bin schlecht, dann musst du auch böse werden. Das ist gut. Du meinst, guck dir mal die Videos an von Michael Jackson. Also ich habe nichts gegen Michael Jackson, der ist absolut in Ordnung. Aber ich meine die Videos auch wo mit den Zombies und so. Das sind ja alles so kleine Zeichen, die darauf hindeuten, dass er irgendwas damit zu tun hat, oder? Ja, genau, das habe ich ja auch gesehen. Aber das geht ihm... Aber Rage, das hat mal eine Frage an dich, eine ernsthafte Frage. Ja. Und zwar, was war denn das für eine schwammige Aussage, die du letztens getroffen hast, wo du mit Heimli gesprochen hast? Schon über welches Thema? Über Jesus und seine Mutter, dass er sie geschwängert hat, das doch. Oder was war denn das, Alter? Also das habe ich nicht gesagt, dass er seine Mutter geschwängert hat. Ich habe gesagt, der Herr Jesus als Gott hat den Körper erschaffen, wo er dann Mensch wurde. Der Heilige Geist hat ja... Aber du sagst der dreieinige Gott, der dreieinige Gott hat diesen Körper des Herrn Jesus erschaffen im Bauch von Maria. Aber der Heilige Geist, ja, also der Heilige Geist hat ja dieses Kind gezeugt und der Herr Jesus ist ja als Wort Gottes der Erschaffer von allem. In Johannes 1 heißt es ja, dass nichts ins Dasein gerufen wurde ohne das Wort Gottes. Und das Wort Gottes heißt der Herr Jesus Christus. Ja, aber warum sagst du dann in diesem Video, als er dich gefragt hat, Reza, wer hat, ja. Jesus Maria geschwängert, sagst du ja in diesem Video? Ihr habt eine sexuelle Art, diese Dinge zu betrachten. Das, nein, er hat keinen Sex gemacht mit Maria. Allah sagt ja, wie soll ich denn ein Kind haben, einen Sohn haben, wenn ich doch gar keine Freundin habe? Ja, der sagt nicht Freundin, aber Gefährtin. Gefährtin, also eine Frau, Gefährtin, Freundin, also eine Frau, also eine weibliche Person. Allah braucht unbedingt eine weibliche Person, um einen Sohn zu zeugen. Er kann nicht einfach aus sich selbst heraus einen Sohn zeugen. Wir reden doch über was anderes jetzt. Wir reden doch nicht über Allah subhanahu wa ta'ala oder so. Ich habe dich gefragt ganz normal. Ich habe dich nicht angegriffen oder so. Nee, ist okay. Ich habe auf beide Seiten die geantwortet, auf beiderlei Hinsicht.
Genau, ja, weil du sagst ja und dann wollte ich wissen, ich weiß nicht, ob du das Video von Hamdi gesehen, der hat es ja hochgeladen. Deswegen Ja, da frage kann ich er dich. 100.000 Videos hochladen. Ich erzähle es ja immer wieder dasselbe. Genau, deswegen wollte ich ja wissen, was hast du denn damit gemeint, weil das ist ja komplett gestört, wenn du das wirklich so gemeint hast, wie in diesem Video. Ja, weil alles, was erschaffen ist im Universum, das Sichtbare und das Unsichtbare, ist durch den Herrn Jesus Christus erschaffen worden, durch den Sohn Gottes. Ja, laut christlichem Verständnis, okay, ich sag ja. Ja. Okay, Ja, ja. und deswegen auch der Körper, der fleischliche, menschliche Körper des Herrn Jesus Christus ist auch wiederum vom Sohn Gottes, vom Vater Sohn Gottes und den Heiligen Geist erschaffen worden. Ich habe eine Frage. In der Bibel sagt ja einer zu Jesus, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das Johannes-Kapitel war, ich muss mal schauen, Ja. du bist gut. Daraufhin antwortet er, sagt, warum nennst du mich gut? Der Einzige, der gut ist, ist Gott. Ja, guter Meister, sagt derjenige, ne? Und der Herr Jesus will ihm einfach klar machen, dass wenn er sagt zu einem Menschen gut, dann muss er sich darüber bewusst sein, dass kein Mensch gut ist, weil jeder Mensch ein Sünder ist. Aber du sagst Der doch, Herr Jesus ist Jesus Gott. Gott, Wie ist denn jetzt dass er Mensch? nicht einfach mit solchen Wörtern unvorsichtig um sich schmeißt. Der Herr Jesus wollte ihm etwas klar machen, dass nur Gott allein gut ist. Und wenn derjenige darauf eingesprungen wäre und hätte gesagt, ja, aber du bist doch derjenige, der von sich selber behauptet, ich bin Gott, dann hätte der Herr Jesus wieder geantwortet und hätte gesagt, ja, du erkennst mich jetzt. Aber Jesus sagt ja, wieso nennst du mich gut? Keiner ist gut außer dem einzig wahren Gott. Das ist ja Tauhid, was er hier anspricht. Ja, Gott Wiederum. allein ist gut. Und deswegen, weil derjenige einfach mit dem, es gibt Leute, die einfach sagen, dieser Mensch ist so ein guter Mensch. Der ist so ein guter Mensch. Dabei ist das genauso ein großer Sünder. Nur der versteckt seine Sünden. Der Herr Jesus will damit demjenigen klar machen, dass er nicht mit diesen Wörtern gut einfach um sich schmeißt bei einem Menschen. Okay, du glaubst ja an Jesus, dass er selber Gott ist, oder? So wie er auf der Erde war. Ja, ein Mensch und ein Gott, also sowohl Mensch als auch Gott, beides. Okay, aber andere lehnen das ja strikt ab, dass er selber Gott ist, sondern nur der Sohn Gottes. Und Wer andere sagt das? wiederum, wie heißen die? Nicht die Evangelisten, die anderen, wie heißen die? Katholiken. Nein, die anderen, wie heißen die? Zeugen Jehova. Orthodox. Die Orthodoxen lehnen die Götter des Herrn Jesus ab. Sehr interessant. Nee, Ich glaube habe einen ich nicht. Nee, Orthodoxen nee, bei nee. mir auf der Arbeit, Stimmt doch der gar hat mir nicht. das gesagt. Der sagt, Jesus, stopp. Der sagt, Jesus ist nicht Gott, sondern Stimmt der doch gar Sohn nicht. Die Gottes. Ja, Orthodoxen aber lehnen nee, das nicht ab. Moment. Du hast auch viele Orthodoxe lehnen die Gottheit an, aber viele nehmen das auch an. Also es ist so oder so durchmischt. So wie Aber bei was den ist. Katholiken. Die meisten Katholiken sagen, nee, Jesus ist nicht Gott, er ist nur der Sohn Gottes. Und einige Katholiken sagen, nein, der ist auch Gott. Das ist also durchmischt. Aber wenn wir mal vom Verständnis gehen, von der Logik, ich glaube ja sowieso Ja. nicht daran, ich bin ja Muslim, Alhamdulillah. Aber wenn wir jetzt nur von der Logik gehen, dann würde man eher sagen können, Astaghfirullah, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Von der Logik. Das wäre ja die zutreffende Eigenschaft, was er war. Und nicht selber Gott, oder nicht? Weil Ja, wir alles, können aber was. nicht von uns ausgehen, wir müssen nach der Schrift gehen, was Gott uns Genau. offenbart hat. Ja, weil alles, was er sagt, deutet darauf hin, dass er, weil wenn er Vater sagt und so, das deutet ja darauf hin, dass er selber nicht göttlich ist, sondern der einzig war, also dass er den Vater noch verehrt. Ja, als Mensch ist er natürlich, hat er sich in Also seiner sind die Gottheit. Katholiken richtig vom Christentum bei euch? Nein, die Katholiken, wenn die Gottheit des Herrn Jesus ablehnen, sind die komplett verloren. Auch die Katholiken, die sagen, Jesus ist Gott, die sind auch noch verloren. Die sind nicht von neuem geboren. Ja, okay. Das sind Traditionschristen. Und Zeugen Das sind Jehovas keine echte lehnen das Wiedergeborene. komplett ab, oder was? Die sagen, was sagen die? Die sagen, der ist ein Prophet, oder was? Wer, die Katholiken? Nee, die Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas sagen genau, das ist nee, so noch schlimmer. Die sagen, Jesus Christus ist der Erzengel Michael. Krass. Erzengel Michael? Ja. Michael? Ja. Nee, Michael, alle. Also die sind ja komplett daneben. Ja, aber der Islam bietet eigentlich die konkrete Antwort, was er ist, oder? Nee, der Islam ist zum Beispiel, also das ist ein Gott, Allah ist ein Gott, der die Sünden, was der Gott der Bibel verboten hat, für erlaubt erklärt. Wo erklärt er sie erlaubt? Gibt Zum es Beispiel Merkte? erlaubt er dem Mohammed, dass er die Frau seines Nächsten begehren kann. Weißt schon, dass das nicht so war, wie es war. Es ist genau so, wie es war. Der hat die Frau begehrt, seines Adoptivsohns, und Allah hat einen Vers herabgesandt, wo er sagte, warum erlaubst du dir nicht Frauen, wo dein Herzen begehrt, wo ich dir die doch erlaubt habe?
Ja, aber er aber sagt Gott der nicht, Bibel sagt, du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren. Das steht in den 10 Geboten. Ja, aber du weißt ja schon, dass Mohammed gesagt hat, bleibe mit ihr, es ist besser für dich. Nein, du doch, sollst Hadith. Nicht die Frau deines Nächsten begehren. Ich kann dir sogar die Überlieferung geben. Der Gott der Bibel sagt, ein Eva, ein Adam. Was macht der Gott, Gott des Korans? Der sagt, du kannst 4 Frauen nehmen. Ja, aber das ist ja was anderes wiederum. Warum ist es denn was anderes? Es ist ein Gott, der die Gebote des Gottes der Bibel umkrempelt. Okay. Es handelt sich nicht um denselben Gott. Und deswegen musst du dich in Acht nehmen. Du musst vorgehen. Also Reza, erstens, du weißt ja schon, dass bei dem Geboten mit 4 Frauen, dass Allah, das ist in Surah An-Nisa, da sagt er, und wir geben euch 1, 2, 3 oder 4. Aber ja. Wenn ihr alle gleich gerecht behandelt, so könnt ihr bis zu 4 heiraten. Bis zu 4. Darum geht es nicht, ob gerecht behandelt. Und der Gott des Korans erlaubt mehr Frauen, mehr Ehe. Das ist verboten. Ja, Moment, wenn es euch zu viel wird, eine Last ist, so heiratet eine, denn das ist besser für euch. Alleine, dass der Gott des Korans 4 Frauen erlaubt, egal wie, dass er es erlaubt, ist schon vorbei, weil der Gott der Bibel sowas nicht erlaubt. Was ist denn daran, wenn man heiratet, Heiler? Ich verstehe das nicht. Du darfst nicht mehr als eine Frau haben, sagt der Gott der Bibel. Wo sagt er denn das? Der Herr Jesus sagt das. Und das sagt er, dass man nicht, also im Christentum darf man nur eine Frau heiraten? Ja. Okay. Ja. Meine, aber Margin, du weißt doch, Panjad hat das ja letztens mit dir besprochen, dass das nicht möglich ist, 4 Frauen oder mehr gleichberechtigt zu behandeln. Du weißt das doch. Ich denke schon, dass das möglich ist. Nee, das ist nicht möglich. Du hast selber gesehen, dass Aisha, dass sie eifersüchtig war. Du kennst das doch. Ja, Frauen sind an sich sowieso eifersüchtig. Ja, wie willst du sie dann gleichberechtigt behandeln? Ist ja ein Widerspruch. Meine Frau ist auch so eifersüchtig, wenn ich jetzt zum Beispiel zu viel irgendeine andere anstarre. Da fängt ja schon die Eifersucht an. Ja dann, wie willst du denn dann 4 gleichberechtigt behandeln? Wenn du alle 4 ihr gleiches Recht gibst. Das hast du ja mit Abu Hanja schon besprochen, dass das nicht funktioniert. Wir sehen das ja bei Muhammad schon, der mehr als 4 Frauen noch hatte, dass Aisha eifersüchtig war. Und deswegen glauben auch die Schiiten, dass Aisha eure Sunna manipuliert hat. Zu Recht. Zu Recht glauben die das. Wie manipuliert, was meinst du? Ja, ihr habt ja viel krankes Zeug in euren Büchern drin und die Schiiten glauben zu Recht, dass das von Aisha manipuliert wurde, also dass sie falsche Überlieferungen über euren Prophet gebracht hat. Zu Recht glauben die das. Also erstens, die Schiiten sind eine Minderheit in der islamischen Welt, sage ich mal, in der Umma. Zweitens, die Schiiten sollen mal ihre Gelehrten, weißt du, was die empfehlen? Also, ist mir doch egal. Ja, deswegen, dann red nicht, wenn du keine Ahnung hast, weil die Gelehrten der Schiiten sagen, man kann Schenkelverkehr mit Kindern haben. Und deine Gelehrten sind besser oder was? Ja, die sagen auf jeden Fall, man kann keinen Schenkelverkehr mit Kindern haben. Ich könnte auch Kinder heiraten. Nein. Ist das nicht so? 6 Jahre ist kein Kind, 9 Jahre ist kein Kind. Du meinst ab die Pubertätsanbruch? 9 Jahre ist Pubertät, 6 Jahre ist Pubertät? 9 Jahre fängt die Pubertät an, 6 Jahre nicht. Nein, Aisha war nicht in ihrer Pubertät. Die hatte noch nicht ihre Menstruation gehabt. Die hatte es viel später gehabt. O Prophet, heirate Frauen, die, wenn sie ihre Menstruation kriegen, für dich keine Mahram mehr sind. Nein, nein. Sure 65, Vers 4 sagt Allah, du kannst sogar deine Frauen scheiden lassen, die noch nicht ihre Menstruation hatten. Und das Heftige ist halt auch, dass eure Hadith-Bücher auch hergeben, dass Aisha ihre Periode vor 14 noch nicht hatte. Das ist ja auch noch so ein Ding. Ja, aber die Bücher sagen ja auch die Wahrheit. Ne? Wir verdecken ja nichts. Ja, dann war sie 14. Und du hast gesagt, wenn sie pubertärreif ist. Und er hat sie mit 9 geheiratet, ist das nicht so? Die einen, die Schiiten sagen, sie war 18, die einen sagen, sie war 16. Also die richtige Aussage ist eigentlich, sie war 9, ja, bei Bukhari. Ja, aber du hast ja gesagt, man muss das pubertäre Alter abwarten, richtig? Aber hat der Mohammed nicht gemacht? Nein, es war auch für ihn war es verboten, eine Frau zu heiraten, die keine Pubertät hat. Wieso hat er das dann gemacht? Tafsir von Ibn Kathir kannst du lesen. Ja, wieso hat er das denn dann gemacht? Wo steht denn das, dass er es gemacht hat? Ja, das kennst du doch, das sind doch deine Hadith-Bücher. Muss ich das jetzt raussuchen? Du kennst das doch. Du weißt doch, dass er die mit 9 geheiratet hat. Ja. Mit 6 geheiratet, mit 9 hat er mit ihr die Ehe vollzogen, genau. Ja, die Ehe vollzogen. Was heißt denn die Ehe vollzogen? Heißt es, dass er mit ihr Geschlechtsverkehr hat? Oder was? Ja, natürlich. Was heißt das denn sonst? Hast du dafür einen Beweis? Ja, wie? Guck mal in Deutsch-Deutschkurs, was bedeutet die Ehe zu vollziehen? Auf Englisch ist es, glaube ich,
Der hat sein Wissen an Aisha weitergegeben. So, nein, wir reden nicht über Wissen, wir reden über die Ehe vollziehen mit 9 Jahren. Das heißt also, du frag einen Gelehrten, was es bedeutet, mit 9 die Ehe vollziehen, dann wird er dir das sagen. Gelehrte, wieso greifst du denn dann die Schiiten an und sagst, bei denen der Schenkelverkehr erlaubt, obwohl die genau das Gleiche macht? Guck mal, die Schiiten, ich habe dir gesagt, die sind sowieso irre gegangen, ja. Ja, und aus deiner Sicht, aus deren Sicht bist du irre gegangen, was ist denn jetzt? Nee, die gab es auch gar nicht zu der Zeit von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die sind eine entstandene Sekte, von denen der Prophet gesprochen hat. Ja, und die sagt, du bist eine Sekte. Was ist denn jetzt? Ja, aber die sind doch nur 8% oder 10% der Umma. Ja, machen wir jetzt an der Mehrheit die Wahrheit aus, oder was? Also an den Schiitentum macht man ganz klar am Sunnitentum die Wahrheit aus, dass Schiiten falsch sind. Ja, weil ihr die Mehrheit seid. Das macht die Wahrheit aus, weil ihr mehr seid. Das hat damit zu tun. Die Gelehrten, alle Gelehrten der höchsten sunnitischen Lehre haben sie als Kuffars abgestempelt und fällt auch. Ja, und die sehen euch als Kuffar. Was macht man denn jetzt? Es gibt ja, aber die sind doch irrelevant, weil die berufen sich. Ich habe keine Beweise. Die bringen ja keine Beweise. Die nehmen Bruder, ich bin sehr oft mit Schiiten live gewesen. Die haben immer sehr gute Beweise gegen euch gebracht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Hua Rabbul Arsch. Und sie sagen nein. Also er ist über seinem Thron. Sie sagen nein. Er ist nicht über seinem Thron. Kann ich mal was fragen? Bruder Reza? Ja. Stell dir mal vor, die ganzen Hollywood-Industrie, diese ganzen Bollywood-Filme oder auch die ganzen arabischen Filme würden alle den Propheten Mohammed nachspielen, so wie er dann gestorben ist. Die würden dann immer wieder so in den ganzen Filmen Koransuren machen. Mhm. So, da würdest du dich doch fragen, da ist irgendwas dran, oder? Warum benutzen die das? So, da würde man sich doch fragen, warum benutzen sie immer wieder zum Beispiel als Beispiel die Anspielung auf Aisha in den Filmen oder zum Beispiel Mohammed. Warum immer das? Warum? Da müsste man sich doch fragen, was haben die davon? Warum wollen die Superhelden so sein wie Mohammed? Aber das wollen sie ja nicht. Sie wollen so sein wie der Herr Jesus. Ja. Und da verstehe ich die Muslime nicht, die das mit ihren eigenen Augen sehen, aber trotzdem das Herz zu ist, weil wenn sie das wirklich annehmen, ihr ganzes Weltbild würde zusammenbrechen. Zusammenbrechen, ja genau. Was ist das für ein schwammiges Argument jetzt? Das ist doch kein schwammiges Argument. Das ist doch kein schwammiges Argument. Der Islam wird ja von jeder Seite bekämpft. Erstens das und zweitens. Wo werden bekämpft? Warte mal, wo kommen Christen zu dir nach Hause und sagen, ey, wenn du jetzt den Herrn Jesus noch was einmal belastest? Was ist denn mit China? Was machen die denn da mit den Muslimen? Wir reden gerade von mit den Uiguren. Nein, bleib was ist denn mit den ganzen Christen, die in den islamischen Ländern verfolgt werden? Die Christen verfolgt werden, erniedrigt werden. Die ganze in der Türkei, ich war ja selber in der Türkei, und Türken, die christlichen Türken dürfen nicht missionieren, die dürfen da nicht Stand aufmachen. Was für ein Türken? Die Türken werden doch sogar als das allerletzte, so die letzten Abtrünnigen werden sogar gesehen. Und trotzdem darf verkündige mal das Evangelium, Reza, in der Türkei. Mach mal so Stand auf und predige. Nein, da bist du in wenigen Stunden bist du weg vom Fenster. Was redest du? Die Türkei hat ja über 100.000 Christen. Also was redest du da? Ja, warum aber die dürfen nicht evangelisieren. Ihr müsst doch wahrhaftig sein. Warum lügt ihr so viel? Wir sind wahrhaftig. Wieso lügst du denn? Wir haben doch schon geredet damals. Du hast doch über deine Gelehrten gelogen, was die sagen zu der Fläche, also zu der Form der Erde. Du hast ja darüber gelogen. Warum habe ich darüber gelogen? Ich habe gesagt, die Erde ist kugelförmig. Das sagt auch ja, stimmt doch nicht. Musst du den Tafsir von Jalalayn zu Surah 88, Vers 20 aufmachen? Siehst du, was sie sagen? Die Erde ist eiförmig. Allah Nein, das stimmt nicht. Guck mal, da steht jetzt auch auf Surah 79, Vers 30. Das drinne steht eiförmig. Stimmt auch nicht. Das ist eine Lüge. Machst du den Tafsir drauf, da steht auch flach. Warum ist dein ganzes Weltbild gegen Jesus? Warum werden in den ganzen islamischen Ländern Christen verfolgt? Warum werden in 30 Ländern Bibel verboten? Warum, überleg mal, überall, sogar in der Musikindustrie benutzen die Deutschrapper, die Muslime ja, sind immer wieder ein Kreuz, umgedrehtes Kreuz. Das ergibt gar keinen Sinn. Welcher muslimische Rapper benutzt ein umgedrehtes Kreuz, sag mal? Mehr als genug. UFO 361 hat das Kreuz gezeigt. UFO ist auch selber ein Satanist. Der ist doch ein Muslim. Was kommst du da bitte? Ja. Was redest du denn, UFO? Guck mal, wie der aussieht. Das ist doch kein Mensch. Der ist doch schon. Ja, urteile. Du darfst nicht urteilen laut Islam. Warte mal, was ist denn mit den ganzen Karikaturen gegen Mohammed? Sallallahu alaihi wasallam. Was ist denn mit dem? Warte mal ganz kurz. Die ganzen Karikaturen, die über ihn gemacht wurden. Das schien ja keine an, ne? Ja, okay, aber dann haben die Muslime mit Kalaschnikows die alle zusammengeschossen, die Leute. Friedlich, so wie sie sind. Ja, die haben es auch richtig verdient, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist ein richtiger Moslem. Nein, der ist ein Heuchler, der hat auch gelogen über seine Gelehrten. Das ist der von Abdisbande. Ja, aber wenn es um Gewalt geht, wenn es um Gewalt geht,
Bleibt ne? Wenn es um Gewalt geht, dann ist er sofort auf dem Plan. Wir haben das Profit. So der wäre das sein. Der will das auch machen. Heftig. Ja, allein, die haben das verdient. Natürlich ist er bereit dazu, aber trotzdem ist er nur von Hamdis Bande. Das sind alles kleine Kinder, Mann. Ja, aber wenn es hart auf hart kommt, sind die für das Schlachten von solchen Leuten. Ach, doch, die sind ja, das, dafür sind sie bereit. Ja. Da klar. Ja. Und deswegen sollen die Gesellschaft eben sehen, die wahre Gesinnung von den Muslimen, damit sie halt für sich selber eine Entscheidung treffen können. Heftig, ey. Wir sollen für unsere Feinde beten, sie segnen. Ich verstehe das nicht. Die sind halt für die Scharia und kommen dann in solchen Ländern. Die sind dann halt für Scharia-Gesetze und so weiter, aber leben in Europa, wo nicht Scharia herrscht. Verstehe ich nicht. Man muss ja auswandern, sagt sogar der Abul Bara, obwohl das der letzte Liberale zwischen ist. Es ist keine Pflicht auszuwandern. Doch, du musst dich deinem islamischen Staat zuwenden. Oder willst du unter den Kuffaren leben? Willst du das machen oder was? Warte mal, Abu Hussein ist der Lehrer von Abul Bara gewesen. Erstmal das und der hat mehr Ahnung als Abul Bara. Und wenn er sagt, du bist in deiner Religion nicht eingeschränkt, du kannst hier beten, du kannst fasten, du kannst Zakat geben, du kannst spenden, du kannst... Warum machst du Takia? Warum machst du Takia? Takia ist von den Schiiten, mein Lieber. Ja, genau, von den Schiiten. Guck mal, jetzt schiebt ihr das wieder auf die Schiiten. Das ist so eine lächerliche Taktik. Das haben die rausgehauen. Das haben sogar die Gelehrten... Hör doch auf die Schiiten alles zu schieben. Mach das doch nicht. Sei doch ehrlich. Ja, ich schwöre bei Allah, Takia ist nicht von uns. Hör auf zu lügen. Hör auf, das auf die Schiiten zu schieben. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist, was die Sunniten macht? Wenn gute Sachen von den Schiiten gibt, die nehmen das auch von den Schiiten an. Abu Majin, das ist mir auch aufgefallen. Beispielsweise, die Schiiten gehen ja der Meinung nach, dass Aisha, dass sie 18 Jahre alt war. Ich habe auch ohne Ende Sunniten gehört, die sagen, Aisha war 18, einfach um Takia zu praktizieren. Takia ist von den Schiiten und von guck den mal, was du machst. Guck mal, was du da machst. Ich sag dir so, wie es ist, Takia gibt es nicht bei uns. Hör auf zu lügen, hör auf zu lügen. Jeder Gelehrte hat das verboten. Und jetzt kommt einer wie du, der sich christliche Dauer nimmt und mir was von Taqiyya erzählt. Warum lügst du? Ich schwöre bei Gott, ich schwöre bei Gott, ich lüge nicht. Taqiyya ist vom Satan. Hey, hey. Taqiyya ist vom Satan. In welchen Fällen, darfst du lügen? Erzähl mal. Sallallahu alaihi wasallam sagt, wer lügt. In welchen Fällen darfst du lügen? In welchen Fällen darfst du lügen? Das ist was anderes. Da komm ich nicht damit. Sag doch, in welchen Fällen du lügen darfst. Sag doch. Du kennst es ja. Ich muss dir sag doch. Schämst du dich deiner Religion oder was? Sag doch. Warum soll ich mich vor Götzen, die dann schämen? Was ja, dann sag doch, in welchen Fällen du lügen nein. darfst. Da sagt, warte, Götzendiener, warte mal, ich zeig jetzt, was Götzendiener sind. Augenbela, ich zeig jetzt mal wahre Götzen. Ich bin nicht reingekommen, um hier eine Debatte zu führen. Ich wollte wirklich nur fragen wegen des mit Bones. Nein, warte, du sagst Götzendiener. Reza, bitte guck dir das mal an. Warte, ich zeig jetzt mal ein Bild, ne? Ohne aber Witz, das ist... Ist das nicht Götzendienst, wenn man um einen Stein herumgeht? Siebenmal um einen Stein herumgeht und den Stein küsst, ist das natürlich. Nicht Götzendienst? Also ist das Pflicht, natürlich. Dass man den Stein küssen muss? Nein. Ist eine ja, Sonne. Natürlich. Das ist, guck mal, wie der lügt. Das ist einer der fünf Säulen. Guck mal, wie der lügt. Schon wieder Takia. Der lügt. Ey, du Jahel, zeig mir von Al-Tahir Islam. Warte doch mal. Selber Jahel. Warte mal, du Jahel. Jahel bedeutet unwissend. Aber guck, hast du gerade gesagt, ja, du, auch, nee, du bist auch steht unwissend. Das, dass man Hatspielgefahrt machen muss. Guck mal, bei Erkennung ist der Mikrimstaton. Guck mal, was ein Lügner das ist. Säulen, dass man nicht Stein küssen darf. Zeig dir doch, Hatspielgefahrt ist eine Säule. Richtig. Ist das nicht Götzendienst? Was ist das? Guck mal, alle fassen diesen Stein an. Alle, sie beten. Ich meine, das hat Ibrahim a.s. gebaut, aber okay. Ja. Zeig mal den Beweis. Ibrahim. Zeig den Beweis, zeig Angaben, jetzt sofort. Du musst mir gar nicht hingekommen. Wer weiß uns das? Ich kenne doch Mekka. Geht gar nicht. Ich will richtige Beweise haben. Zeig mir einen Beweis, wo man den Stein küssen muss oder ob das nur eine Sunna ist, mein Lieber. Zeig mir dazu einen Beweis. Ja, siehst du? Steht das nicht drin? Hätte ich den Propheten nicht gesehen, dass er das geküsst hätte? Hat er das nicht geküsst? Ja. Und ist das ein Muss für die Muslime, die sich denken? Ja, es ist egal, ob das ein Muss oder nicht. Es ist Götzendienst in eure Religion reingekommen. Nein, mein Lieber, du weißt, wir sind Monotheisten, wir beten nur einen Gott an, Reza, hör auf. Ja, aber warum den Steine küssen? Warum Steine verändern? Mein Lieber, Ahad und Ahad. Nur einen. Nicht zwei, nicht drei, nee, nicht vier. Nee. Nicht Heiliger Geist. Ihr habt Allah Maria, und den Stein. Nicht Jesus, sondern nur Allah. Nee, da ist doch der Stein, der verehrt. Du sagst, wir beten einen Menschen an. Das siehst du doch. Das ist die Richtung. Das ist doch die Richtung, ne? Ja, nein, ihr betet zu dem Stein, nicht zur Richtung. Nein. Guck mal. Nein. Nein.
Ich versuche das überall zu verdrehen, ne? Ja, Abu Margin, geht's mal ganz nein, ehrlich. Nein, das Abu bringt Margin. Doch. Das brauchst du nicht. Abu Margin, schämst du dich nicht in Hadithen, sei ehrlich. Warum soll ich mich schämen? Ich schäme mich für ja, gar weil die nichts. Absolut Mann. Peinlich und ekelhaft sind, deswegen. Dann sollen wir in die Materie der Bibel reingehen und ja, wieso kommst du denn jetzt zur Bibel? Ja, wir gerade über deine Hadithen. Siehst du, der Shaitan mag das nicht, wenn man von seinen Schriften holt. Ja, guck mal, wie du ablenkst. Also hast du dich gerade selber einen Knockout gegeben. Du hast gesagt, der Shaitan mag das nicht, weil man weißt du ja. Und dann hast du abgelenkt. Hast du gerade selber einen Knockout gegeben. Ja, okay. Okay, du hast mir einen Knockout. Wow, du hast mir so einen Knockout gegeben. Nee, du hast ja einen Knockout gegeben, ich nicht. Ich habe dich nur gefragt, ob du dich nicht schämst. Der zeigt mir jetzt ein Bild von der Mekka. Und ich bete von zu Hause aus Richtung Mekka. Und weiter? Aber da ist doch dieser Stein, in welche Richtung du betest in Mekka. Das ist die Kaaba, mein Freund. Ja, ist doch, meine ich doch. Mekka, Kaaba und der Stein. Ja, aber die Kaaba wurde ja von Ibrahim gebaut. Wo liegt das Problem? Ja, nein, du beugst deine Knie in Richtung eines Steins an der Ecke von Kaaba. Siehst du das nicht? Wir Muslime glauben, dass die Kaaba von da aus der Kontakt zu Allah hat. Ibrahim hat nicht gebaut. Deswegen können auch Flugzeuge nicht da vorbeifliegen. Diese Richtung wusstest trifft du, auf Flugzeuge, einen Stein an der Ecke du, von der Kaaba. Nicht durch die Sensor der Himmelsrichtung von Kaaba fliegen können. Sie können ja, weil die Araber das nicht zulassen, du Wahnsinniger. Nein, Flugzeuge können gar nicht durchfliegen. Sie können das nicht. Das geht nicht. Das ist physikalisch nicht möglich. Oder wie? Ich schwöre bei Gott, du kannst das sogar nachprüfen. Prüf das nach und wenn ich lüge, dann kannst du nochmal kommen. Die Flugzeuge können nicht durchfliegen. Das hat sogar ein Wissenschaftler gesagt, der da gearbeitet hat in Mekka. Also das war ein Ingenieur, nicht Wissenschaftler. Der hat gesagt, Flugzeuge können nicht da durchfliegen. Reza, hörst du ja, das gerade? Das sind schon wieder sagt. Solche Propaganda wie diese Koranvorlesung vor den Kühen, wo die Kühe dann angelaufen kommen. Das ist und das so hat ein Typ die einfach probieren, mit allen möglichen anderen Musikrichtungen auch gemacht und die kamen auch an. Die Allah Kühe. Sagt im Koran, egal was wir euch zeigen, ihr seid blind, stumm und eure Herzen sind zu. Was ja, genau, die Bibel sagt auch, ihr seid stumm. Die Allah Bibel hat das genau gesagt, ihr seid stumm und verstopft, weil die Bibel ist nicht einfach ein Buch. In ihren Herzen ist Krankheit. Ja, genau. Guck mal, wie der und hier da jetzt. Allah da sieht man schon, da sieht man den Geist. Audubillah. Audubillah. Hier, was ist das? Was ist das? Sag doch mal, was ist das? Was machen die da? Guck mal. Guck mal, genau wie Jesus, subhanallah. So beten die Muslime, mashallah. So wie dass dieser Stein eben die Sünden der Muslime aufgesaugt hat im Laufe der Jahrhunderte und der ist schwarz geworden. Der war also vorher weiß, also rein unschuldig und der hat die Sünden der Menschheit auf sich genommen und dann wurde er so schwarz, so Fluch. Und das ist genau diese Kopie vom Herrn Jesus Christus in der Bibel, ja, der die Sünden auf sich genommen hat. Allah sagt, keine Seele trägt die Last einer anderen und jetzt sagst du mir, der Stein hat die Sünden genommen. Aber Margin, guck mal, wie dein Gott sich widerspricht. Laut deinem Verständnis ist es ja so, dass Judas anstatt von Jesus gekreuzigt wurde. Ist das nein, nicht richtig? Das ist nicht dann hat mein er... Verständnis. Nein, nein, nein. Ja, sicher, hör auf zu lügen. Wenn das. Guck mal, wie du dir widersprichst. Guck mal, wie du dir widersprichst. Du hast gerade gesagt, dass keine Seele die Last einer anderen tragen kann, aber ihr behauptet, dass ein anderer an Jesus Stelle gekreuzigt wurde. Ist das nicht so? Sag, wurde ein anderer an Jesus Stelle gekreuzigt, ja oder nein? Ja, natürlich. Ja, siehst du, dann hat er die Last eines anderen getragen. Und das geht ja nicht, sagt Allah. Guck mal, Knockout. Der ist aber im Paradies. Ja, hat er jetzt die Last eines anderen getragen, der anstelle von Jesus gekreuzigt wurde? Ja oder nein? Du hast ja gesagt. So hat Allah die verfluchten Juden getäuscht. Ja, du hast doch ja gesagt. Weil sie wollten einen großen Propheten kreuzigen. Hat er jetzt die Last, also die Kreuzigung eines anderen getragen? Ja oder nein? Ich frag dich nochmal. Ja, aber doch nicht die Sünde. Wir reden hier von Sünde, du Sonderschüler. Unglaublich. Hast du ein Gehirn oder hast du kein Gehirn? Nee, du hast kein Gehirn. Du merkst den Widerspruch nicht, dass er die Last einer anderen Seele getragen hat. Wenn ich mich für dich zum Beispiel, wenn jetzt einer auf dich schießt und ich zum Beispiel halt meinen Arm dahin, habe ich jetzt deine Sünden auf mich genommen? Nein, ich habe dich gerettet. Wahnsinn. Und der Jünger hat Jesus gerettet. Wo liegt das Problem? Du hast gerade gesagt. Reza, ich muss dir mal was zeigen, ja? Ja. Guck dir das mal an. Dieser Steinekult war ja schon vorher, vor dem Islam, verehrt worden in Mekka. Und da sieht man eben, dass Mohammed diesen Steinkult auch mit beibehalten hat. Guck dir das mal an. Was ist das, Reza? Was ist das? Was machen die da? Achso, das ist Allah das Land, was machen Wand, die da? Was ist das? Das ist der Teufel. Diese Wand repräsentiert den Satan und dann steinigen sie halt diese Wand. Und die schreien dabei, Allah Akbar, weil Ibrahim Allah das gemacht hat. Und werfen das Stein. Wer weiß uns das? Ja, Allah nicht den Koran, Koran Ibrahim kannst du lesen. Und dann findest du hier auch, guck mal hier. Die spucken gegen den Stein und werfen den Shaitan.
Ja, das sind halt, ja, auf Iblis. Guck mal, Abu Mahdi, genau, der Iblis ist in diese Wand und schickt die ganze Zeit die Steine da ab. Ja, ja. Abu Mahdi, guck mal. Guck dir das mal an mit Anlauf, guck dir das mal an mit Anlauf. Mit Anlauf! Ja, ja. Guck mal, Abu Mahdi, ich würde sogar verstehen, dass du eher ein Schiite wärst als ein Sunnite, weil eure Überlieferungen sind einfach nur ekelhaft. Dann sag mir doch mal eine Überlieferung, die du ekelhaft findest. Sahih Muslim 266a. Dass okay, euer Prophet seine Notdurft auf der Moschee entlassen hat. Was für ein Quatsch. Ja, lies doch nach. Ich habe dir doch die Quelle gegeben. Sahih Muslim 266a. Sahih Muslim 266a. Ja, 266a. Kannst du ja nachschauen, was euer Prophet auf der Moschee gemacht hat. Was meinst du mit Notdurft? Dass er es nicht halten konnte, oder was? Er hat auf das Dach von der Moschee seine Notdurft entlassen. Kannst du ja nachschauen gehen. Ja, dieser pagane Kult der Steineverehrung war schon vorher da durch die Quraysh. Und da sieht man, dass das eben ein Stück von diesem Steinekult beibehalten wurde im Islam. Was ja, du hast auch mal gesagt, eine Göttin. Rede, was redest du da? Du musst dich willst doch du jetzt, mit dass wir das arabische, einblenden, oder beschäftige dich doch mal ein bisschen mit dem altarabischen Kult und so weiter, dann wirst du von alleine dahinter kommen. Die Götzendiener erstens, die Quraysh, die haben sowieso an Allah geglaubt, nur die haben ihm was beigesellt. Ja, aber da siehst du doch, dass diese Steineverehrung schon vorher da war, bevor der Mohammed kam, und dann ist das immer noch in Islam drin geblieben. Mohammed Sassim hat alle Götzen, die in der Mekka drin waren, zerstört. Da waren ja über. Aber eines hat er beibehalten, diesen einen Stein. Was, dieser Stein, der in Mekka drin ist? Ja. Ja, wir glauben, dass das. Wir glauben daran, dass das aus dem Paradies kommt. Dieser das ist Stein. Steinekult. Das ist einfach Steinekult vor islamischer Zeit. Und dann schau mal weiter. Untersuch dir mal, ob der von diesem Universum stammt. Abu Mahdi, wollen wir Sahih Muslim 266a zusammenlesen? Wo kam der Herr Jesus denn her vorher, bevor der auf die Erde kam? Wo war der denn vorher? Im Himmel, richtig? Also ist dieser Eckstein vom Himmel heruntergekommen auf die Erde und hat die Sünden der Menschheit auf sich genommen und wurde zum Fluch. Genau ein Abbild von diesem Herrn Jesus Christus. Der ist ganz normal als Baby geboren, Mutter von Mariam. Ich rede davon, dass die Geschichte kopiert wurde und ein Abbild erschaffen wurde in diesem Stein. Die Geschichte, was du ja gerade gesagt hast, der Stein ist vom Himmel auf die Erde gekommen und hat die Sünden der Muslime auf sich genommen und wurde zum Fluch. Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat berichtet, dass der Stein ursprünglich mal weiß war. Durch die Sünden der Menschen genau. Wurde er schwarz. Wo genau, der Herr Jesus war ja rein, weiß. Ja, aber wo steht hier, dass die Sünden genommen wurden von uns? Dass meine Sünden in dem Stein das stehen. Ist doch islamisch in islamischen Schriften. Quellen. Der Stein war ja schon schwarz, bevor nein, der war weiß. Und dann hat er die Sünden aufgenommen und dann wurde er schwarz. Ja. Das ist die Geschichte vom Herrn Jesus Christus. Das will ich doch sagen, dass dieser Stein, dieser Eckstein, ein Abbild ist, ein Götze von dem wahren Eckstein, der Jesus Christus ist. Guck mal, Reza, der weiß ja gar nicht, was der Eckstein ist. Eckstein ist das ein Mecker drin, du Idiot. Ja, guck mal, der weiß ja nicht, wovon ich rede, Risse. Immer nur beleidigen, fluchen. Ich das ist Islam. Das ist Islam. Also ich denke, ich bin respektvoller als ihr beide, oder egal, komm. Wo habe ich das? Nein, das stimmt nicht. Stimmt nicht. Okay, du bist der respektvollste, genau, Evangelist. Du predigst Nächstenliebe, ja? Ja. Ich habe dich gerade gesegnet, beispielsweise, wo du mich beleidigt hast. Ja, halt doch die Wange hin, wenn ich dir eine rechte gebe, dann halt doch die linke hin. Wie der Jesus. Müssen wir! Hör auf, du Heuchler, du weißt doch selber, dass das mit dem Verstand nicht vereinbar ist. Wir müssen, Bruder, müssen wir oder nicht? Müssen als wir das ob nicht, ich, Bruder, wenn ich jetzt christliche Dauer einen durchziehe, dass er mir doch die linke hält, der wird sich natürlich wehren. Also, was redest du da? Guck mal hier, ab hier ist schon Knockout. Das stimmt nicht, nein. Ein wahrer Diener des Herrn Jesus. Reza, du würdest das selber nicht tun, wenn die er dir noch Heilige gibt. Hältst du ihn nicht die rechte Hand? Aber du brauchst Jesus, du gehst verloren. Oder ihr Christen seid zu wild. Mit euch macht das Spaß zu reden. Ja, ich lese mal aus der Bibel vor. Muslim 266a. Wollen wir das machen? Ja. Abo. Erzähl, was liegt dir am Herzen, Tom? Hier, das ist falsch, verstehst du? Evangelist, wir sehen uns an Yom al-Qiyamah und dann wirst du sehen, wer da steht. Und wer richtet. Du wirst weinen. Nein, mein Lieber, absolut. Ich sage doch, du wirst weinen. Wusstest du, Abu dass Margin, der Koran... wo steht denn, dass warte, du so Abu, 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 Abu,
Abo, ich will dir was zeigen, ja? Ich will dir mächtige. Ja, okay. Warte, Abo, ich will dir was zeigen, Abo. Wusstest du, Abo, dass der Koran Zukunftssachen voraussagt? Jetzt Abo kommt er wieder mit Kopfhörer. Nein, nicht mit, das ist ein Hadith, der Koran. Der Koran berichtet davon, dass die Römer verloren haben und in einigen Jahren werden sie wieder gewinnen. Nach 9 Jahren haben die Römer gegen die Perser gewonnen. Wie soll das Mohammed sallallahu alaihi wasallam wissen? Wie soll das ein Mensch wissen? Sag mal. Knockout für alle Kuffar. Da kannst du auch gleich sagen, dass einer der Sportwetten macht. Da kannst du auch gleich sagen, dass einer der Sportwetten macht, weil der seine Wette richtig getroffen hat, dass er das vorhergesehen hat. Das ist eine genau gleiche Argumentation. Der Koran sagt ganz klar, dass die Römer gewinnen werden. Und die Römer haben gewonnen. Abu Lahab, ey, der Onkel des Propheten, war ein Götzendiener. Und der Koran kam mit einer Sura, wo er als Götzendiener sterben wird und in die Hölle kommen wird. Was ist passiert? 8 Jahre später ist Abu Lahab gestorben als Götzendiener, ohne den Islam angenommen zu haben. Wäre der Islam falsch, hätte Abu Lahab einfach nur die Shahada aussprechen müssen und somit hätte er den Islam widerlegt. Hat er nicht? Ja, jetzt hör. Hier. Was ist das? Ein Kapsel Medikamente essen die Huris im Himmel und deswegen scheißen die nicht. Also die Kacke ist durchsichtig, ja. Was ist das? Ich habe mal eine Frage, was ist das? Man hört ja gar nichts, wegen dem Ton auch. Erzählt gerade über die Jungfrauen im Himmel, dass die halt von Allah so Medikamente bekommen, damit die, ihre Kacke so nicht stinkt wie die Von den Menschen. Wie ist das, dass Jesus gesagt hat, backt Essen auf Brot? Guck mal, womit du da ankommst. Ja, das Abu ist ein Zeichen des Gerichts. Ankommst du. Zeichen des Gerichts, was Gott ankündigt über Israel. Warum ist die auf dass Brot die backen? Eben so Margin, in so ein Bedrängnis kommen, dass sie auf Unreinem ihren Brot backen müssen. Und das ist einem Israeli ein sehr schlimmes Unterfangen. Und das soll als Gericht, als Strafe übertragen. Abu Margin, aus welchem Land kommst du denn? Sag mal. Ich will dir mal fragen, aus welchem Land der kommt. Aus welchem Land kommst du? Der hat gerade selber bestätigt, dass man auf Kurden... Abu Margin, aus welchem Land kommst du denn? Was bist du für ein Landsmann? Such dir ein Land aus. Ja, sag doch, du bist Araber, richtig? Wohnung, willst du Yalla. Guck mal, du weißt doch ganz genau, was die Araber machen. Deine eigenen Landsleute, die machen aus Kacke sogar Häuser, haben die gemacht in den Dörfern. Und das weißt du auch. Also hör auf, diese Leute als Nedjis zu bezeichnen. Ja, aber die backen ja nicht drauf. Woher willst du das denn wissen? Die wohnen sogar in Kacke. Du musst doch Jesus auf Kot backen. Folge doch Jesus. Du bist doch ein Wahnsinn. Machen die auch. Ja. Hör mal. Wallah, ihr seid die größten Munafiqs, ich folge gar nicht. Du Jail, hör auf, du gehörst zu Hamdis Bande. Hamdi hat euch alle schon widerlegt, ne? Ihr seid nee, Hamdi hat, Hamdi hat dich letztens zusammengehen, ne? Ich will nicht sagen, aber du weißt ja, was da war. Hat gesagt... Deine wunderschöne Haut und deinen dicken Po, ne? Und die machen auch von Allah richtig fette Belohnung. Du bekommst von Allah im Paradies 5 Frauen mit großen Augen und großen Brüste, mit einer wunderschönen und deinem dicken Po. Ne? Und die machen auch, und ihre Kacke ist durchsichtig. Ne? Und was ist denn das? Der ist ja keine Nummer, der das sagt. Das ist ja ein Psychopath. Ja, aber das ist doch richtig. Die Paradiesjungfrauen, deren Kacke ist halt schön. Zeig mir einen Beweis im Koran. Dass ja, wie soll, oder wie? Oder ist ihre Kacke nicht schön, oder was? Allah sagt, Khairatun fiha ahsan. Huris. Das wird wie Parfüm sein, ihre Kacke. Nee, Horun Maqsuratun fil Khiyam, schöne Horis, die in den Zelten zurückleben. Wo steht hier was von Kacke? Ja, aber die essen doch und die muss doch Kacke machen, oder nicht? Abu Margin, sei mal ehrlich. Sei mal ganz ehrlich, Abu Margin. Riecht das denn nicht nach Moschus? Im Himmel? Abu Margin, antworte erstmal. Riecht das denn nicht nach Moschus? Antworte. Sei ehrlich. Was macht der da? Will der Hamdis Forum öffnen oder was? Hamdi wurde widerlegt. Hamdi wurde von Klaus widerlegt. Lukas 22, Vers 30. Lies. Guck mal, der musste kurz Hamdis Forum aufmachen. Lies, damit du einen Schock kriegst. Guck mal, der musste kurz Hamdis Forum aufmachen, um zu schauen, was da drin steht. Jetzt mal im Ernst, glaubst du wirklich, dass du einen Palmenpenis bekommst und der Hintern von der Hurias auch 1 Kilometer breit werden und dann dass du die ganze Beine aus? Das gibt's nicht im Islam. Hör auf zu lügen. Zeig mir Lüge.
Lüge! Lüge! Guck mal, die Kuffars wollen uns nicht einsehen. Hör auf zu lügen. Nein, du bist Kuffar. Du bist Kuffar. Wallah, ihr Kuffar, ihr seid so heftig. Wallah, du bist Kuffar. Wallah, du bist Kuffar. Du lebst nicht nach Islam. Du bist Autobelastung. Du lebst nicht nach Islam. Das ist alles nur Erfindung so von irgendwelchen Geisteskranken, sagt er. Der gibt das nicht zu. Der schämt zeig sich. Zeig mir, ich kenne doch den Koran. Ich weiß doch, was in meinem Koran ja, ist. Dann antworte jetzt mal ehrlich. Ja. Gibt es Hur el-Ain in eurem Paradies, in Al-Jannah, wo ihr die auseinandernehmen werdet? Gibt das zu? Sag ja oder nein. Das steht nicht da im Koran, dass wir die auseinandernehmen. Guck mal, wie der lügt. Sag einfach ja oder nein. Hör auf abzulenken. Sag ja oder nein. Gibt es in Al-Jannah Hur el-Ain, die ihr auseinandernehmen könnt? Ja oder nein? Allah sagt im Koran, sag mal ja oder nein? Was heißt wajawajnahum? Guck mal, wieder abblinken. Guck mal, sag ja oder nein? Hör auf abzulenken. Sag jetzt ja oder nein. Gibt es in Al-Jannah Hur el-Ain, die ihr auseinandernehmen könnt? Ja oder nein? Sag doch ja oder nein? Nein. Sag doch ja oder nein? Nein. Guck mal, wie der lügt. Jetzt kommst du mit Tafsir al-Qurtubi, ja? Guck mal, wie der lügt. Nein, ich lüge nicht. Du lügst, du lügst. Allah sagt im Koran, wir haben sie verheiratet mit den Huri'in. Es dürfen zwei Huri'in verheiratet werden. Zwei. Hör nicht auf drei, zu nicht vier, nicht 100. Hör auf und nicht, zu lügen. Und nicht 72. Du musst verstehen, guck mal, wie du ablenkst. Dauer, das wollte ich gar nicht wissen. Ich wollte erstmal nur von dir wissen, bekommt ihr in Al-Jannah Hur el-Ain, die ihr auseinandernehmen könnt? Wir kriegen Frauen, mit denen wir heiraten. Und du hast gesagt nein. Ihr kriegt Halleluja zum Mitnehmen. Guck mal, wie du ablenkst. Sag doch einfach, antworte doch auf meine Frage. Könnt ihr die auseinandernehmen, ja oder nein? Guck mal, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed. Guck mal, der schämt sich, der lenkt ab, der schämt sich. Nein, ich schäme mich nicht. Ich hab dir gesagt. Dann würdest du sagen, ja, das stimmt. Ja, es gibt Hurein, du darfst die heiraten, richtig. Ja, was heißt, was ist denn heiraten bei euch? Nikah? Richtig. Richtig? So wie auf der Erde, so im Himmel. Was heißt denn Nikah? Heirat, Nikah. Ja, Nick, ha? Ja. Hör auf zu lügen, hör auf zu täuschen. Du weißt ganz genau. Du siehst, du weißt ganz genau. Du hast gegen mich keine Chance. Du weißt ganz genau, Abu Majin. Du weißt ganz genau. Du kannst nur weil du ein paar Hadith daraus nicht gelernt hast, macht du kannst nur zum Gelehrten. Mit Hamdis kleiner Bande umhergehen und irgendwelchen Blödsinn erzählen. Mehr kannst du nicht machen. Mehr kannst du nicht machen. Inna Allah din al-Islam. Weil das Allah im Koran sagt. Nein. Wahrlich, bei Allah ist die Religion der Islam. Inna Allah din al-Islam. Das stimmt nicht. Sonst würde Allah in Sure 88, Vers 20 nicht behaupten, dass die Erde flach ist. Nee, Allah sagt, die ist eiförmig. Was sagst du dazu? Warum lügst du? Das ist Sure 79, Vers 30. Und da machst du einen Tafsir von. Da machst du einen Tafsir auf, da steht auch drin, dass das flach ist. Warum lügst du jetzt? Die ist eiförmig. Das steht nicht in Sure 79, Vers 30. Allah da machst du einen Tafsir auf, da steht auch drin, dass das flach ist. Warum lügst du? Ja, ich lüge nicht. Ich kann dir so. Ja, lies mal den Tafsir von Ibn Kathir. Von Ibn Kathir von Sure 79, Vers 30? Wenn du wahrhaftig bist und nach der Wahrheit suchst, dann liest richtig. Okay, warte, ich mache jetzt den Tafsir von Sure 79, Vers 30 auf. Ich schicke das Daniel, er soll das einblenden, okay? Allah sagt, er hat die Erde. Soll ich das jetzt aufmachen, ja oder nein? Mach auf, wie du willst. Okay, warte, Daniel, ich schicke dir das. Blendest du das ein? Ja. Okay, aber Moment, das ist nicht. Moment. Was ist denn das? Der Tafsir von Sure 79, Vers 30. Er sagt da drinnen, da steht, dass die Welt warte, so eiförmig groß, ist. Warte, ich mach dich groß. Nee, ich kenne mich da nicht aus. Ich kenne mich da nicht aus. Ich kann das nicht einblenden. Ich schick dir das. Mach du das bitte. Ich gehe ja selber nie live. Ich gehe nur bei Leuten rein, du weißt ja. Ich schick dir das jetzt mal, warte. Christliche Dame, die Erde flach gemacht für uns. Warum kommst du mir jetzt, dass die Erde flach ist? Guck mal, was ist ein Typ. Unglaublich. Reza. Ja. Bist du noch da oder was? Ja, ich höre zu. Reza, warum hast du eigentlich Islam verlassen? Ich verstehe dich nicht, Alter. Du bist beste ja Entscheidung. Beste Entscheidung. Beste Entscheidung. Ja, okay, aber ich weil ich Reza nicht ein Vorbild folgen kann, der mit einer Sechsjährigen heiratet. Und deswegen konnte ich das nicht mehr tun. Also das war der einzige Grund, oder was? Eine von eine Million, ja. Und die ganzen anderen Surenverse haben dich nicht beeindruckt, wenn man dienen soll? Nee, zum Beispiel, dass ich Juden dass man und Christen da, angreifen dass man das, muss. Dass man das Gute gebieten soll und das Schlechte verbieten. Ja, aber nachdem man die Juden und Christen siegreich niedergekämpft hat und von denen Schutzgeld genommen hat, das will ich nicht machen. Ja, aber du weißt ja auch, dass Allah sagt, du diskutierst mit den Christen und Juden in bester Art und Weise, oder nicht? Ja, alaikum salam. Nein, es kommt darauf an, in welche Phase Mohammeds Leben die Suren heruntergesandt wurden. Außer die euch Unrecht tun. Ja? Nein, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben, so wie an den jüngsten Tag und es nicht für verboten erklären, was Allah und sein Gesandter für verboten erklärt haben, von denen der Schrift. Bitte blende das Juden aber und Christen. Aber Surah Al-Baqarah, Vers 90 sagt,
Ist egal, ob ein anderer. Ich möchte diesen Vers nicht umsetzen. So, fertig aus. Ja, okay, ich möchte nicht Christen und Juden angreifen. So einfach ist das. Wenn du das machen möchtest, mach das. Ich nicht. Ich möchte auch keine Sechsjährige heiraten. Das mache ich nicht. Das kannst du machen. Aber Margin, ich habe das jetzt zur Hand. Lenk mal jetzt nicht ab. Wir gehen da jetzt drauf zurück, worüber du gesprochen hast. Du hast gesagt, in Sure 79, Vers 30, da steht drin Straußenei. Schauen wir jetzt mal nach. Bruder Dennis, kannst du das einblenden, bitte? Geht raus. Ich habe das jetzt geschickt. Blende das mit dem ersten Bild an, also mit dem Koran-Vers und dann mit dem Tafsir. Was da drin steht, werden wir gleich sehen. Ja, ja, warte. Ich blende das schnell ein. Okay. Warte. Guck mal, was der jetzt macht. Schau mal her jetzt, Abu Margin. Flüchte nicht. Du hast jetzt vor allen Leuten den Knockout bereitet. Zuerst den Koran-Vers, bitte danach den Tafsir. Okay, wir haben hier den Tafsir. Also das ist der Koran-Vers, da steht, und die Erde hat sie danach, warte, was steht da? Hingebreitet. Also das stimmt schon mal nicht, was er gesagt hat, dass die Erde eiförmig ist, dass das da steht. Erste Lüge schon aufgedeckt. Jetzt mach mal bitte das zweite Bild auf. Mach mal bitte das zweite Bild auf. Du hast gesagt, da steht eiförmig. Erste Lüge. Ja, mach mal bitte jetzt. Guck mal, und das ist jetzt der Tafsir. Lies mal vor, bitte, Bruder Dennis. Kannst du Englisch? Nicht so perfekt. Nicht so fließend. And after that he spread out the earth, he made it flat. Guck mal, also der Tafsir sagt auch, dass die Erde flach ist. Guck mal, was für ein Knockout der bekommen hat vor allem. Blamage. Blamage vor allen hast du bekommen, Abu Margin. Ich kenne doch den. Knockout hast du bekommen vor allen Leuten. Hast du gesagt, dass da drin steht, das ist ein Straußeneis. Hast du den Knockout vor allen Leuten bekommen, Abu Margin? Blamage. Vor 243 Leuten. Blamage. Blamage hast du bekommen jetzt. Blamage. Guck mal, du Käfer, wenn Allah vor sagt, vor allen Leuten hast du Blamage bekommen. Hallo, Abu, Respekt. Nee. Ich Käfer. Warum? Käfer ist doch Ungläubiger, ist doch nicht schlimm. Ist doch keine Beleidigung. Der kann dir ja sagen, aus meiner Sicht ist der Käfer. Und aus einer islamischen Sicht, weil der Käfer, Koran verleugnet hat, ist er auch ein Käfer geworden jetzt. Aus seiner Sicht, aus seiner Religion, aus bist du ein Käfer. Nee, wir glauben ja an Jesus. Ich glaube nicht an Mohammed. Deswegen kleiner Jail, hast gerade Koran verleugnet und deine Gelehrten. Du bist aus deiner Religion schon so ein Käfer genannt worden. Du bist der Käfer. Lass den Käfer. Du weißt ganz genau, dass er sagt, dass er die Erde hingeaustreibt. Du hast gerade den Knockout vor allen Leuten bekommen. Ich habe den Tafsir gezeigt. Das heißt, deine eigenen Glaubensgeschwister würden den Tekfir schon auf dich sprechen, du kleiner Jail. Also hör auf, hier zu täuschen. Lass das. Ich gezeigt, du bist doch nur ein Käfer. Von so einem Nedges wie guck du. Guck mal, ich hab dich vor so 246 Leuten, ich hab dich hier entblößt, deine ganze Lügen. Weil alles, was du gesprochen hast, das war einfach Lüge und Täuschung. Weil wir haben dir das schon 100 Mal erklärt. Ist nicht das erste Mal, dass wir gesprochen haben. Jedes Mal haben wir dir das erklärt. Du kommst wieder und du stellst die gleichen Fragen. Nicht, weil du wissen willst, was die Wahrheit ist, sondern weil du einfach verdrehen willst. Das ist das. Die Wahrheit. Nein, du verdrehst, du lügst. Du hast gesagt, in Sure 79, Vers 30, da steht drinne, eiförmig, Straußenei. Haben wir aufgemacht, da steht gar nichts zu Straußenei. Warum lügst du? Sag mal. Ich kann dir das zeigen. Ey, der ist Wahnsinn. Du musst mir doch auch mal die Chance geben, zu antworten, oder? Sonst. Okay, dann sag uns, wo das mit Straußenei steht. Sag uns das. Warte, ich sag dir das, warte. Der muss sein Hamdi-Forum aufmachen. Ey, Sheikh, kannst du mal Sheikh Schweinfurt reinholen, bitte? Danny? Kannst du ihn bitte hochholen? Seid ihr noch da? Bruder Reza? Ich bin da, ich bin im Hintergrund. Unglaublich, ne? Wie der auch über seine eigenen Schriften lügt. Ja, muss er ja, sonst. Und dann rennt er wieder zu den Schiiten und sagt, dass Takir so bei den Schiiten nur ist und lügt dann wieder auch darüber. Ja, er muss es ignorieren, weil er sonst eben Zweifel bekommt an Islam und dann. Guck mal, da schreibt auch einer, letztens hat er noch behauptet, dass man so Krebs heilen kann mit Kamelurin und so. Das ist echt schlimm. Ja. Tatsächlich ist ja, dass diese Jungfrauen ja immer wieder, nachdem man, also die Muslime im Himmel, die penetriert haben, ja, sofort wieder den Jungfrauen heute zugenäht wird. Ne? Dass sie sofort wieder in der Reihe gehen hinten, ja, und wieder drankommen, dann wieder penetriert werden, dann gehen die wieder hinten an die Reihe und die bekommen jedes Mal das wieder zugeschlossen. Und ich weiß es nicht, wenn man daran glaubt, ist okay.
Also, ich kann nicht daran glauben. Das hört sich für mich an wie Tausend und eine Nacht Märchenstunde. Ja, Geschichten aus dem Herr Leithgarten, genau. Das stimmt ja auch gar nicht, Peter, was du da sagst. Hör auf zu lügen schon wieder. Hör auf damit. Schäm dich nicht deiner Religion. Schäm dich nicht deiner Religion. Mach mal die Musik leise, Mann. Was soll das? Michael, wow. Das ist das. Das ist doch. Hallo? Ja. Also Abu Majin, willst du uns sagen, wo das steht mit dem Strauß in einem Koran, wo das ist? Wo finden wir das? Wir warten immer noch. Du wolltest uns das ja sagen. Du hast gesagt, Strauß in einem Koran. Findest du nicht, ha? Weil du hast gesagt vorher, das steht in Sure 79, Vers 30 und das habe ich vorher gezeigt. Das steht da Ali nicht. Ali wollte auch mal was sagen. Ja, kann er ja. Ali? Assalamu alaikum, Ladar. Alaikum assalam. Alaikum assalam. Achi, ich bin aus Syrien, Achi. Afrem Syrien. Achso, da sprichst du Englisch. Afrem Syrien. Ja, you don't speak German. Ana ahtaj ila sadaqa, Achi. Ahtaj ila sadaqa. Sadaqa fi sabilillah. Dachte, er will ein bisschen Geld haben, glaube ich. Verstehst du Arabisch, Reza? Nee. Ich habe ein bisschen Arabisch, was ich in der Schule gelernt habe, in Iran auch schon alles was vergessen. Krass. Du bist ja im Iran aufgewachsen, ne? Ja. Bist du heftig. Krass. Ja, ich habe den Islam gesehen, wenn der Scharia über dein Land kommt, wie dein Land kaputt geht. Ja, und so Abu Majins, die aufgewachsen sind in Deutschland, die wollen dir dann was erzählen. Ja, das gerade ganz kurz. Wenn die das nicht selber erlebt haben, dann... Shalom, meine lieben Brüder. Gottes Segen euch. Ich habe eine Frage. Ja, genau. Ich habe eine Frage an dem Abu Majin, wenn er wieder da ist. Guck mal, der sucht immer noch nach Strauß nach einem Koran. Aber der weiß ganz genau, dass das auf Sure 79, Vers 30 anspielt. Aber da steht da eigentlich nicht drin. Also, das ist eine Lüge, das ist Takir, ne? Und der sucht jetzt nach Straußenei, aber der wird das nicht finden. Der versucht jetzt irgendein Forum zu öffnen von Hamdi, wo der Hamdi so selber reingeschrieben hat, dass er das zeigen kann, damit er sich jetzt nicht komplett blamiert, obwohl es schon zu spät ist. Weil die Leute sehen das ja. Oder er ruft Hamdi und Hamdi kommt gleich hoch und schreit herum und fordert uns zur Debatte raus. Das kann natürlich auch sein. Immer dieses Gleiche. Ich mache deine Pampers. Ich mache deine Pampers. Wenn du mit mir Debatte machst, du kriegst Schnuller in den Mund. Hat man ja bei Klaus gesehen. Der konnte nicht eine Frage beantworten. Wie der auch mit Pampers kommt, obwohl es ein Hadith gibt, dass immer der... ganz ehrlich, der Klaus hat ihn in den Pampers angezogen, der Klaus. Ja, wie der haben die auch immer mit Pampers kommt, obwohl es ein Hadith gibt, wo der Mohammed so, also wo, ja, der, weiß, wo die Unterhose von Mohammed so Krankheiten heilt und so. Guck mal, und jetzt ist der weg, der Abu Majin. Jetzt ist der weg. Ich habe eine Frage an euch. Eine Frage an euch. Ja. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen der Baptistengemeinde und der Gemeinde Jesu Christi, der Brautgemeinde? Gibt es da Unterschiede oder? Musst du besser fragen, ich kenne mich nicht aus. Wenn du wiedergeboren bist, dann nennst du dich nicht Baptist oder Katholik. Du nennst